46.000 Besucher und knapp 2.200 Aussteller aus 76 Ländern. Auf Europas größter Gewerbeimmobilienmesse Expo Real in München wirbt auch die Euregio um Aufmerksamkeit. Am Gemeinschaftsstand Aachen 1a haben sich 25 Partner versammelt, um über Ideen und Investitionen zu sprechen. Die Region Aachen ist ja unsere wichtigste, bedeutendste Forschungslandschaft, nicht nur in unserer Region, sondern in Europa, vielleicht sogar in der Welt. Daraus haben sich ganz viele innovative Unternehmen entwickelt und gleichzeitig natürlich immer wieder weiter prosperierende Ansätze für die Zukunft. Und das will Aachen hier natürlich zeigen, ganz besonderem Maße unterstützt dadurch, dass dieser Stand eben nicht ein Stand der Stadt Aachen ist, sondern mit vielen Industriepartnern bestückt ist, die das Ganze darstellen hier, die sich hier darstellen und damit zeigen, dass Aachen ein interessanter Standort ist, zu dem man kommen kann. Und genau das wollen die Partner am Stand verdeutlichen. Sie sind in der Städteregion Aachen, den Kreisen Düren, Euskirchen und Heinsberg sowie den Nachbarregionen in Belgien und den Niederlanden ansässig. Doch erst in München kommen sie an einen Tisch, um gemeinsame Projekte weiterzuentwickeln. Die Expo Real ist für uns seit Jahren ein fester Bestandteil im Messekalender. Die Messe bietet uns eine ideale Plattform, uns mit Politik, Wirtschaft und anderen Akteuren rund um die Immobilienwirtschaft zu vernetzen. Bietet uns aber auch die Möglichkeit, eigene Projekte vorzustellen, wie aktuell unser Bürogebäude Office West in Aachen. Darüber hinaus ging es um Vorhaben wie den Aldenhofener Future Mobility Park, den Brainergy Park in Jülich oder den geplanten Euregio Railport in Stolberg. Die Expo ist jedes Jahr ein ganz, ganz wichtiger Termin, um einmal die Region miteinander zu vernetzen. Und vor allem NRW-weit, deutschlandweit gibt es jede Menge Kontakte, die wir knüpfen können, viele neue Projekte, worauf wir uns Ideen abschauen können. Und für uns ist die Expo in diesem Jahr eine ganz besondere, weil wir uns mit dem Thema Strukturwandel sehr intensiv befassen. Wir müssen in den nächsten Monaten schauen, wie organisieren wir den Strukturwandel in der Städteregion. Und hierzu werden wir einen ganz konkreten Vorschlag machen, der auch die Kreise um uns herum, also Düren, Euskirch und Heinsberg, aber auch die Parkstadt Limburg und die deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens mit einbezieht. Mit Erfolg. In diesem Jahr wurde auf der Expo Real ein Millionendeal fixiert. So soll auf 85.000 Quadratmetern im Gewerbegebiet Trilandes in der Parkstadt Limburg ein gigantisches Lagerlogistikzentrum für Medizintechnik entstehen. Ein weiteres Zeichen also für die Schlagkraft grenzüberschreitender Kompetenzen.